Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Hier ein kleines Update zu meinem eigentlichen Vorhaben hier als Doktorand, nämlich zu meinem Dissertationsvorhaben bzw. zu meiner Doktorarbeit, die ja gerade im Entstehen ist. Und zwar hatte ich vor der DGHD-Tagung noch, da habe ich inzwischen einige Videos gepostet, ein kleines Gespräch mit meinem Doktorvater und habe ihm mal erläutert, was ich so die nächste Zeit vorhabe. Konkret bedeutet das, ich habe ihm gezeigt, dass ich gerade dabei bin, ein bisschen meine ganze Recherche, die ich bisher angestellt habe, zu sortieren, zu kanalisieren, auszusortieren natürlich auch. Und dass ich aber langsam, aber sicher meinen Untersuchungsgegenstand, diese Online-Kurse und die Online-Videos zu Lernzwecken, dass ich das ein bisschen geschärft habe und dass ich jetzt dabei bin, den, wie man das so nennt, Theorieteil zu schreiben bzw. zusammenzutragen. Das bedeutet, den Teil, in dem ich die ganzen theoretischen Grundlagen lege für das, was ich dann später empirisch untersuchen möchte. Ja, also ich möchte ja einen Online-Kurs ein Stück weit anpassen und erweitern, ergänzen, immer wieder Stück für Stück, Schritt für Schritt, um daraus abzuleiten, was ist denn für so einen Kurs gut, förderlich und wie lässt sich das eventuell auch später evaluieren? Also tatsächlich in, ja, vielleicht Form eines Fragebogens an die Studierenden rausgeben, dass die ankreuzen, jo, das ist gut und das ist nicht so gut gewesen und dass man so tatsächlich herausfinden kann, was an diesem Kurs hat denn den Lernenden beim Lernen geholfen. Und dass es eben nicht nur eine Zufriedenheitsabfrage ist, hat dir der Kurs gefallen, ja oder nein oder vielleicht auch nicht und wieso eigentlich nicht, sondern dass es ein bisschen stichhaltiger wird. Das ist ja das eigentliche Vorhaben meiner Dissertation und wie gesagt, bin ich jetzt dabei, diese Grundlagen, den Theorieteil dafür zu legen. Und das ist also der aktuelle Stand. Das wird mich sicher noch einige Zeit begleiten. Viel Vorarbeit war dahingehend nötig, dass ich natürlich mich erstmal in dieses Thema einlesen musste, weil ich ja ursprünglich was ganz anderes studiert hatte als ja, E-Learning oder Pädagogik. Ich bin zwar nicht ganz so weit weg mit meinem Lehramtsstudium, aber doch ein Stück weit davon entfernt, als hätte ich direkt Pädagogik studiert. Und außerdem habe ich mich viel um technische Dinge kümmern müssen, dass sich das alles läuft, weil ich keine Lust habe, dass mir das irgendwie im späteren Verlauf das Genick bricht. Das heißt, dazu habe ich auch ein paar Videos gemacht, meine ganze Literaturverwaltung klar gemacht. Ich habe mich jetzt auch Anfang Januar, schon ein bisschen her, aber immerhin Anfang Januar, nochmal intensiv damit befasst, mit welchem Programm ich tatsächlich an dieser Dissertation schreiben will, weil ich will nicht Word verwenden, ich werde auch nicht reine Textfiles schreiben, sondern ich habe mich für ein Tool entschieden, das Scrivener heißt. Das werde ich sicherlich auch irgendwann mal vorstellen und zeigen, warum ich mich genau dafür entschieden habe. Aber das muss leider noch ein bisschen warten, denn es stehen erstmal andere Dinge an. Es sind zwar im Moment Semesterferien, aber das nächste Semester will vorbereitet werden und die DGHD hat mir ja gezeigt, was so, ja, dass Lehre gut vorbereitet sein will. Und genau darum werde ich mich die nächste Zeit kümmern. Natürlich werde ich auch schauen, dass ich den Theorieteil ein bisschen voranbringe. Aber das muss alles irgendwie parallel laufen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.